So, moin Freunde, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ihr seht jetzt wieder das neue Projekt, das BMX-Rad. Ja. Ah, fuck. Erstmal was zum Säufen, ey. Sonst ist die Stimme richtig scheiße. Ich trinke mal kurz was, okay? So, jetzt, Leute. Ich habe jetzt gerade hier so ein bisschen die Schraube in Gold lackiert, weil die rostig war. Ja. Vorne tut das Rad. Ich habe es jetzt vorne mal so weit zum Bremsen. Natürlich stark bremsen tut es nicht, aber ich will vorne keine Vollbremsung machen. So dass vorne wenigstens ein bisschen hält. Weil vorne will ich eigentlich nicht, dass das Ding so bremst, eher hinten. Ja, so. Ja. So, jetzt gucken wir mal, ob wir die Kette runterkriegen, obwohl die ziemlich viel Spannung hat. Aber irgendwie grimmt mal das schon runter. Naja. Komisch, wie ich das jetzt mache. Dann mache ich erstmal die Schrauben auf. Ich mache jetzt erstmal die andere Seite. Ich drehe das Bike jetzt mal um. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr es gut findet, dass ich jetzt, wenn die Kommentare aktiviert sind, wenn sie deaktiviert sind, dann das geht. Ob ihr das gut findet, dass ich jetzt ein BMX-Rad mache. Also ich denke, mit dem Bike können wir viel machen, ja. Ja, okay. Das ist auf jeden Fall mal drin. Dann tun wir das mal rausbauen und ersetzen. So, dann holen wir mal Werkzeug. Sollte reichen. Jetzt das Kleine. Naja. Wenn ich jetzt irgendwie immer wieder ein bisschen Scheiße filme, sorry, aber ich filme halt gerade nicht mit der GoPro. Und ich gucke nicht immer aufs Handy. Ich gucke nämlich auch öfters auf die Schraube. Naja. Der Schraubenzieher ist von gestern so rund gedreht. Digga, muss ich los. Naja. Jetzt mal das Ding hier wegmachen, ey. Neues drauf. Ich mal gucken, ob das andere auch passen würde. Naja. Wenn es eh so den anderen Seilzug drauf und dann funktioniert die Hinterbremse auf jeden Fall. Und dann wird auf jeden Fall noch was ganz, ganz, ganz Cooles kommen. Aber, naja. An den anderen Bikes wird natürlich auch noch was kommen. Ich lade nachher noch ein Video auf meinem anderen Kanal hoch, auf PS-Gruppe Community. Aber wenn juckt's. In Baden-Württemberg soll von Zwangsheirat betroffenen Mädchen und Frauen besser geholfen werden können. Ab Juli gibt es spezielle. Fickt doch alle Frauen an. Spaß. Nicht, dass hier noch Mädchen mit zugucken und dann so. Naja. Aber die sind nicht speziell für Frauen und Mädchen. Oh, Digga, ist die geil. Sieht die Schraube geil aus. Die sieht richtig neu noch aus mit der Markierung. Die sieht richtig gut noch aus. Ja. Oh. Jetzt, ich mach das mal kurz ab.